Ich freue mich sehr, dass wir in unsere Barcamp-Session entlassen werden von Herrn Ulrich Schüller. Herr Schüller hat in Bonn Politik, Wissenschaft und Völkerrecht unter anderem studiert. Er ist seit 1995 Mitarbeiter des BMBF. Man kann sagen, dass er dort eine steile Karriere hinter sich hat durch verschiedene Abteilungen und Referate. Und jetzt ist er bei uns als Leiter der Abteilung 4 Wissenschaftssysteme. Und das ist eben die Abteilung, die für uns alle hier eigentlich zuständig und verantwortlich ist. Herr Schüller schaut sich hier gerade an, wo das ganze Geld hingeht, dass das BMBF an das HFD übergibt, um solche Veranstaltungen hier möglich zu machen. Deswegen, wir danken dem BMBF, wir danken Herrn Schüller, dass er da ist und freuen uns jetzt auf ein inspirierendes Grußwort, damit wir motiviert in die Barcamps gehen können. Herr Schüller, Sie haben die Bühne. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich. Mensch, es ist aber die Fallhöhe enorm bei der Ankündigung. Also ich muss die Zeit für Sie überbrücken, damit die Räumlichkeiten da sind. Das ist dann schon mal sehr inspirierend. Und Sie so lange noch ein bisschen von der Arbeit abhalten, was ich aber sehr gerne tue und mich dafür sogar bei Ihnen bedanke. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass ich so zwischendurch hier mal reinhuschen kann und Ihnen aus meiner Sicht jedenfalls kurz nochmal 4 Punkte anspreche. Dass ich hier eingeladen wurde, finde ich sehr schön, hat auch immer eine taktische Variante, Sie haben es schon gehört, ne, ist immer ganz gut, wenn derjenige, der fördert und vielleicht auch in Zukunft fördern soll, auch irgendwie mal eingeladen wird. Ich sage das mit einem lachenden oder zwinkernden Auge, weil uns das wichtig ist, also als BMBF sozusagen, diesem Thema viel Rückenwind zu geben, und dazu wollte ich ein paar Punkte einfach aus meiner Sicht sagen und beginnen eigentlich mit dem Stichwort Danke. BMBF-seitig sind wir gestartet mit auch dem Thema Hochschulforum und soll BMBF da mitmachen, eigentlich mit der Intention oder der Überlegung, wir machen ja sehr viel im Bereich der Forschung, das kennen Sie alles, aber das Thema Hochschullehre ist ein Desiderat. Und irgendwie ist das ja so ein Buzzword. Alle reden von Digitalisierung, aber tatsächlich ist es ja ein in einem smarten oder einfachen Wort geronnene Herausforderung, die wirklich so ist. Also da steckt ja schon sozusagen ein Epocheneffekt drin. Und wie wir den auch ein Stück in die Hochschulen bekommen, die Hochschulen mitnehmen können, aber insbesondere dabei das Thema Lehre adressieren, das war das Kernmotiv. Und wenn es dann klappt, dann liegt es ja nicht an uns, sondern an Ihnen. So habe ich jedenfalls das Thema Netzwerkstruktur und die Struktur verstanden, die Sie repräsentieren oder wo Sie persönlich und an Ihren Hochschulen aktiv sind. Und insofern ist es nicht nur höflich oder taktisch klug, sondern auch sehr ernst gemeint und ehrlich gemeint, Ihnen an dieser Stelle für das zu danken, was Sie tun und dass Sie gemeinsam sozusagen sich diesem Thema und dieser Herausforderung stellen. Mein zweiter Punkt ist eine Bitte. Ich habe dem Programm entnommen und den klugen Ratschlägen auch von Kollegen, dass Sie unter anderem dem Thema Plattform sich hier in dieser Arbeitsstruktur widmen. Es ist ja vielleicht nicht das typisch deutsche Thema. Wenn man ins Ausland schaut, ist das natürlich ganz anders, auch machtpolitisch ganz anders, wenn man in die Vereinigten Staaten, aber es reicht auch nach Frankreich oder nach Großbritannien zu schauen. Wir im Hause überlegen, inwieweit wir dem Thema sozusagen auch eine Gestalt geben können, suchen noch, und da sind wir sehr auch an Dialog oder der Expertise auch Ihrerseits interessiert. Macht es Sinn im Kontext der Zusammenarbeit, der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit, auch ein Stück der internationalen Wettbewerbslage geschuldet, einen solchen Weg einer übergreifenden gemeinsamen
Lehr-Lern-Plattformen in der Zukunft anzugehen? Macht so ein Top-Down-Ansatz Sinn? Er soll ja keiner sein. Was kann es denn alternativ sein? Also ich bitte Sie einfach ein bisschen die Zeit zu nutzen oder wenn Sie die Diskussionen hier führen, dann vielleicht gebündelt sehr Herrn Metzner, der ja zu unserem Haus auch Kontakt hat, oder dass wir das Herr Janoschka, also dass wir es einfach im Forum sozusagen auch nochmal aufgreifen können. Das ist ein Thema, das uns im Hause zurzeit sehr beschäftigt und wo ich denke, dass da vielleicht eine bundespolitisch sozusagen nochmal eine Musik drin ist und es klug sein könnte, dass wir hier gemeinsam eine Initiative ergreifen. Mein dritter Punkt ist, dass ich das, was ich sage, noch mal ein bisschen in so einen Kontext stelle. Hat was von Werbeblock, ist aber nicht so gemeint, sondern ich glaube, dass wir im Moment sehr an sehr vielen Bereichen, in vielen Baustellen dem Thema Herausforderungen der Digitalisierung in Lehre und Forschung, jedenfalls mit Blick sozusagen auf den Hochschulbereich, auf den tertiären Bereich, damit konfrontiert sind und unterschiedliche Baustellen sehen und bespielen. Das ist auch der Presse zu entnehmen. Wir haben gerade jetzt in dieser Woche sozusagen die ersten Diskussionen gemeinsam mit den Ländern in der GWK zu aus unserer Sicht sehr wichtigen Themen oder ja, Aktionslinien, die auf dieses Thema einzahlen und damit auf die Rahmenbedingungen und den Rückenwind, die das Thema braucht. Das ist zum einen die Frage Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement. Also wenn Sie so wollen, Big Data für die Wissenschaft, auch so ein Schlagwort. Aber ich glaube, Sie alle machen die Erfahrung in Ihren Hochschulaktivitäten, dass wir sehr, sehr klug beraten sind, diese Fülle an Material besser zu erschließen und für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung zu stellen in den Universitäten, in den Hochschulen, aber insbesondere auch in der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und etwa den Außeruniversitären, Helmholtz, Max Planck und andere. Und dass wir so eine Netzwerkstruktur und im Kern auch eine Metadatenstruktur entwickeln, um zwischen den Disziplinen auch zu vermitteln und Türen zu öffnen, dass hier Wissenschaft ein Stück vorangehen kann. Das ist im Grunde genommen der Kern sozusagen dieser Aktivität, die wir hier anstreben. Und damit das Ganze auch funktioniert, muss man nicht nur an Daten kommen, sondern auch rechnen können. Das ist so eine zweite Linie, die wir zurzeit mit den Ländern besprechen. Wie können wir im Hochschulbereich stärker für das Thema Hochleistungsrechnen solche Knoten entwickeln, die nicht nur das Equipment haben, um von der Simulation bis sozusagen in der Wissenschaft Rechenkapazitäten bereitzustellen, sondern die zugleich auch ein Stück Aufsatzpunkt sind, um etwa Wissenschaft zur Computational Science oder zu dem Thema wissenschaftliches Rechnen selber zu machen, aber auch Ausbildungsfragen, also sozusagen wie bringt man es in die Curricula, wie können wir im Doktorandenbereich dem Thema nochmal eine größere Relevanz geben, auch in der Kompetenzentwicklung, das zu befeuern. Die anderen beiden Stichworte sind, was kommt nach dem Hochschulpakt, was kommt nach dem Qualitätspakt Lehre, vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen auch sozusagen in der Förderung mit Projekten vertreten. Wir haben rechtzeitig mit den Ländern jetzt begonnen, sozusagen hier die Fragen zu diskutieren. Es betrifft den Zeitraum ab 2021 bis 2020 laufen die Vereinbarungen. Aber wir wollen hier auch frühzeitig Klarheit schaffen und wir glauben, dass wir gerade mit diesen beiden Bereichen auch dem Thema moderner Lehre und auch das Thema, wie nutze ich die digitalen Medien für eine Weiterentwicklung der Lehre, dass man dem noch mehr Rückenwind darüber geben kann. Es geht nicht um wenig Geld, aber wenn man das auch ein bisschen so in diese Richtung irrmarkt, dann glaube ich, wirkt es nochmal in die Hochschulen unmittelbar hinein. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik, weil die Verhandlungen, wie gesagt, gerade erst begonnen haben. Was nicht Zukunftsmusik ist, ist, dass wir versucht haben, auch, wenn Sie so wollen, im Bereich der Wissenschaftsforschung dem Thema einen Raum zu geben. Wir haben
eine kleine Förderlinie als BMBF aufgelegt, Forschung zur digitalen Hochschulbildung, wo man sozusagen nochmal auf einer Metaebene vom Probieren bis zur Qualitätssicherung in diesem Bereich ja Wege gehen kann. Und wir sind dabei, sozusagen einen dritten Call, wenn Sie so wollen, vorzubereiten, der sich noch sehr viel stärker mit dem Thema Fachkonzepte, digitale Fachkonzepte, also den Blick sozusagen in die Disziplinen hinein und wie können wir das für die Lehre nutzen, zu öffnen. Schauen Sie zwischendurch mal ins Netz, ob die Ausschreibung draußen ist. Wir würden uns freuen, wenn es wieder so eine Resonanz gäbe, wie bei den ersten Ausschreibungen aus. Natürlich kann man da nicht alles bedienen, aber dass man darüber eben auch Ihre Arbeit unterstützt und so ein bisschen auch diesen Schneeballeffekt in die Hochschullandschaft in der Bundesrepublik erzeugt. Ich kehre zum Anfang zurück. Aus unserer Sicht ist es ein Schlüsselthema für die Weiterentwicklung, auch wenn Sie so wollen, des deutschen Hochschulsystems. Das sind große Herausforderungen für alle sogenannten Leistungsdimensionen in den Hochschulen. Ich glaube, dass wir im Bereich Forschung viele Erfahrungen haben, gut aufgestellt sind. Wir könnten noch was tun bei der Frage Next Generation, künstliche Intelligenz und so weiter. Aber da sind ja auch im Grunde genommen Ansätze vorhanden. Ich glaube, in den anderen sogenannten Leistungsdimensionen bis hin zur Frage Campus Management, Studierendenbetreuung und Services, da sind wir noch nicht irgendwie, spielen wir noch nicht in der ersten Liga. Und auch dazu möchte ich gerne sozusagen aus meiner Sicht ermutigen, dass sich hier in den Hochschulen auch über so eine Art gemeinsame Strategie der Hochschulbeteiligten, da muss das Rektorat vorne wegmarschieren, das ist klar, aber es braucht viele Hände, viele Unterstützer, um in den Hochschulen diese Bewegung zu erzeugen. Das Hochschulforum leistet dafür viel, auch dafür Dank und Ihnen nochmals Dank, dass Sie mir zugehört haben. Die 10 Minuten sind überbrückt. Ich wünsche Ihnen hier noch eine gute Zeit. Viel Erfolg auch für Ihre Aktivitäten in den Hochschulen. Vielen Dank fürs Zuhören.